Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Gran Turismo 4. Heute fahren wir hier die Tuning-Meisterschaft und passend für die Tuning-Meisterschaft habe ich mir dieses Auto hier ausgesucht. Unser RX-7 Falken Formula D1 Fahrzeug. Ich habe hier schon drei Dinge gemacht. Ich habe Ölwechsel schon gemacht. Ich habe hier harte Slicks gekauft und Nitro. Warum ich harte Slicks gekauft habe, der Wagen driftet die ganze Zeit. Oh Wunder, ist ja auch ein Driftfahrzeug. Und mit harten Slicks fährt sich der Wagen ein kleines bisschen angenehmer. Wir kriegen hier pro Rennen 10.000 Credits, das ist schon mal ganz gut. Und 20.000 Credits Meisterschaftsbonus. Ja, das ist eine Meisterschaft, wir müssen 5 Rennen hintereinander fahren, ohne Zwischenstopp. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich habe schon 385.000 Credits, ich habe ein bisschen Geld gefarmt. Ich glaube, jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, da spielt jetzt eigentlich Rolle nicht mehr so die große Rolle. Deswegen ich jetzt ein bisschen Geld farme auch. Und 380.000 Credits ist schon echt gut, ey. So, bin mal gespannt, ob wir jetzt hier einigermaßen zurechtkommen. Ich muss gestehen, ich bin das Rennen schon mindestens 5-mal gefahren wieder mal, um zu testen, welches Auto wir hier bei der Meisterschaft fahren können. Weil die Autos sind hier nicht ohne, die sind recht schnell hier. Vor allem dieser Ruf da vorne. Aber ja, mit dem Wagen, ja, ich habe ja sonst nichts anderes getuned. Den Wagen kann man also auch an sich nicht weiter tunen. Also Motorleistung kann man nicht verbessern. Man kann hier nur Fahrwerk kaufen und Reifen kaufen. Also neue Slicks oder so ähnlich. Wow! Und das meine ich, der Wagen driftet hier echt extrem. Und ja, ich habe was dazu gekauft. Premiere jetzt. Und zwar Nitro. Ich aktiviere jetzt gerade Nitro und man merkt ja ein bisschen, dass der Wagen schneller fährt. Das ist unser Kers sozusagen. Ne? Vielleicht kennen manche von euch Kers noch. Von der Formel 1. Kers ist sozusagen auch Boost. Nitro kann man es auch so eigentlich bezeichnen. Damals, ich glaube, das haben die ab 2009 oder 2010 haben die es eingeführt, Kers in der Formel 1. Hat da anfangs aber sehr wenige Teams so gehabt. Ich meine nur irgendwie Ferrari und McLaren. Und ich glaube ab 2011 oder 2012 in der Formel 1 war das ja standardmäßig dann. Kers. Ja, und ich wollte es euch einmal zeigen. Eigentlich ist das Nitro hier mega overpowered. Ich nutze jetzt wieder gerade Nitro und guck mal, wie die Beschleunigung auf einmal ist. Jetzt lasse ich die Nitro-Taste los und jetzt ist die Beschleunigung nicht mehr so besonders. Ist so an sich eine coole Idee, was da Polyphony Digital rausgehauen hat. Ich meine aber nur in Gran Turismo 4 gab es Nitro und 5 und 6 haben die es wieder halt weggeschmissen. Keine Ahnung wieso. An sich wirklich eine coole Idee. Vielleicht ein bisschen unfair gegen die man mit online fährt. Wenn man auf einmal im Nitro dann ja schneller ist. Aber man könnte es ja einstellen, dass man das deaktivieren kann, Nitro. Naja, keine Ahnung. Aber ich habe es nicht dagegen, dass wir das jetzt nutzen können. Könnte auch vielleicht für andere Rennen interessant sein. Ich habe ja auch, ich meine, das war im ersten Part auch davon erzählt, dass viele Guides auch gibt, wie man 200 Aspect-Punkte sammeln kann. Und man arbeitet halt sehr viel mit Nitro auch. Ja, und das möchte ich. Ja, ich möchte halt so viele Aspect-Punkte sammeln wie möglich, aber. Ich will jetzt halt nicht so extrem auf 200 Punkte fokussieren. Ich glaube, unser Rekord war ja 197, genau. Ah, fast hätten wir die 200 geknackt, ey. Das ist mein Traum, 200 zu knacken. So, jetzt kommt schon die letzte Runde hier. Und ich habe auch noch ein bisschen mal im Internet ein bisschen recherchiert. Das kann ich ja euch, glaube ich, verraten. Das ist jetzt kein Spoiler oder so. Und zwar gibt es hier 4 Autos, die ich auch unbedingt haben möchte. Das sind die sogenannten Black Cars. Die Black Cars, die erscheinen ab Tag 694 bis 700. Kann man sich beim Gebrauchswagenhändler 4 Black schwarze Autos kaufen. Das sind die Gruppe C Fahrzeuge, also also 2 Gruppe C Fahrzeuge und 2 GT1 Fahrzeuge, GT1 und dieser Nissan R, keine Ahnung, 390 oder so, komplett in schwarz. Und das gleiche auch noch bei Gruppe C, Mazda B787 und
irgendein Nissan, ich habe die genaue Bezeichnung nicht mehr im Kopf. Die kann man halt, die gibt es halt komplett in Schwarz dann auch. Das sind richtige Sammlerstücke und die möchte ich mir auch unbedingt kaufen. Da müsste ich aber ca. 8 Millionen Credits dann sparen. Das ist aber auch eigentlich recht einfach. Es gibt da so eine Meisterschaft unter europäische Rennen. Da gibt es eine DTM-Meisterschaft. Die dauert, wenn man mit einem B-Spec dann fährt, nur 12 Minuten. Man gewinnt immer ein Auto, kostet dann kann man dann für 700.000 Credits dann verkaufen. Ich meine 750.000 Credits. Und theoretisch nach 2 Stunden hat man schon die 8 Millionen Credits. Ja, und das werde ich auch machen. Aber die erste Methode, wie ich jetzt Geld spare, habe ich ja euch auch im vorletzten Part mal nicht erzählt. Da gibt es ja eine Rallye-Meisterschaft. Capri-Rallye heißt die Meisterschaft. Und da fährt man 2 Rennen, 2 Runden jeweils. Man gewinnt ja diesen einen Rallye-Auto da von Toyota. 265.000 Credits, das ist schon echt viel. So. Weiter geht's. 40 Punkte, wieder mal. Ja, gucken wir uns mal die Gegner an. Da vorne ist ein Mainz, der links. Also Mainz Lancer. Was ist das für ein Auto? Ich glaube, irgendwas von Nismo. Das ist ein Spoon 2000, S2000. Und da vorne, ich glaube, die Marke heißt irgendwie Opera oder so ähnlich. Und warum hier ein Ruf mitfährt, keine Ahnung. Ist. Also Ruf ist ja sozusagen die Edelmarke von Porsche. Und heißt das auch, dass die Ruf-Fahrzeuge ein bisschen getunter sind als die Porsche-Fahrzeuge? Man weiß es nicht, keine Ahnung. Okay, das ging ja relativ einfach. Ich habe nicht mal das Nitro benutzt jetzt. Aber zurück zur Ruf noch. Das war, glaube ich, für Polytroni eine absolute Notlösung. Weil zu dem Zeitpunkt durften die halt keine Porsche mehr in dem Spiel hinzufügen. Es gibt eine Ausnahme, bei Gran Turismo 3 gibt es geheim und gut versteckt auch ein Porsche. Und halt nur geheim und gut versteckt. Und hätten die das Auto dann irgendwie in Gran Turismo 3 veröffentlicht, hätten die wahrscheinlich eine saftige Strafe zahlen müssen an, ich denke mal an EA, weil EA hatte ja zu dem Zeitpunkt ja Exklusivrechte gehabt für Porsche. Nur EA-Spiele durfte halt Porsche haben. Das war eigentlich nur Need for Speed damals gewesen. Ich nutze mal Nitro jetzt hier. Wow. Und deswegen war eigentlich die absolute Notlösung, hier Ruf in dem Spiel zu integrieren. Und das haben die meisten Hersteller auch gemacht. Es gab also einige Ausnahmen, zum Beispiel Forza. Ich meine sogar im ersten Teil hatten die Porsche gehabt. Forza Motorsport. Nee, im zweiten Teil auf jeden Fall, das weiß ich. Aber da mussten die halt eine saftige Lizenzgebühr an EA noch zahlen oder an Porsche vielleicht nochmal. Das war recht teuer für Forza, aber das haben die wirklich dann halt gemacht. Da gab es ja für Forza Motorsport 3, meine ich, auch dann noch einen DLC raus. Nur mit einem Porsche-Fahrzeug. Da waren irgendwie 30, 40 Autos oder so. Das ist echt gigantisch groß gewesen, das Paket. Und da kam dann einmal dann für jedes Spiel dann Porsche DLC. Und ich meine ab 2017 oder 2018, ich meine aber 2017 war das schon, war dann der Vertrag zwischen EA und Porsche dann weg, also halt ausgelaufen. Und da dürften halt ab 2017 auch andere Spiele dann auch Porsche haben. Unter anderem auch Gran Turismo Sport, ne? Gran Turismo Sport kam ja 2017 raus und da war das das erste Spiel, das offiziell auch Porsche hatte. Ja, sehr interessante Funfacts, die ich hier wieder rausdroppe, ich weiß. So, hier schon wieder Nitro nutzen. Wir sind hier vorhin 300 km/h gefahren sogar. Jawohl, 301. Und den Bremspunkt optimal getroffen. Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Ich kann schon mal was ankündigen. Ich habe schon ein bisschen Gedanken gemacht, wann der erste Stream läuft. Und ich kann schon mal euch ankündigen, der erste Stream, der kommt schon recht bald sogar vielleicht. Der vorletzte Part, sicherlich könnt ihr euch daran erinnern, über eine Stunde lang, 1 Stunde und 50 Minuten lang,
Da habe ich euch alle leichte Rallye-Events gezeigt. Und wenn wir dann nächstes Mal wieder die Rallye-Events fahren, dann möchte ich die wieder alles in ein Stück machen. Also danach, also wir brauchen die Internet, die welche Lizenz brauchen wir eigentlich? Einfach die normale A-Lizenz wahrscheinlich. Brauchen wir dann, um die Rallye-Events zu fahren. Und wie gesagt, ich möchte die wieder alle in einem Run machen, aber dann werde ich dann auch diesmal live streamen. Werde ich dann diesmal live streamen, so mein erster Versuch hier mit Livestream jetzt in Gran Turismo 4. Ich kenne mich natürlich mit Livestream alles aus, ne? Aber ich meinte jetzt hier in Gran Turismo 4. Oh. Können wir dann zusammen dann die Rallye-Events machen. Das ist, glaube ich, interessanter, als wenn ich eine Let's Play so mache. Ja, wann wird das ungefähr passieren? Gute Frage. Ich denke mal vielleicht Anfang April, Mitte April so ungefähr, meine ich. Das weiß ich jetzt nicht. So, oh, 405.000. Jetzt brauchen wir uns wirklich keine Sorgen mehr zu machen. Bezüglich Geldprobleme. Wir haben genug Kohle. Das passt. Joho, wie es bin. Oh, jetzt habe ich Schluck auf. Ich habe noch gar nicht gefrühstückt heute. Wieder mal. Ich nehme einen 14.03. auf. Das ist ja ein Samstag. Um 9 Uhr. Ich muss dazu eine lustige Geschichte erzählen. Letzte Woche Samstag war ich hier in Düsseldorf. Hab mir da ein T-Shirt gekauft. Zuerst dann Probe, also erstmal angezogen, ne? Anprobiert, ob es bei mir passt. Ich trage meistens die große L. Ja, hab's dann ausprobiert, hat gepasst so. Habe ich dann zur Seite gestellt und hab wieder meine Klamotten angezogen. Ja, wollte dann rausgehen, hab dann gedacht, dass ich dann halt mein T-Shirt nehme. Aber da war exakt dasselbe T-Shirt, nur in Größe S diesmal. Habe ich versehentlich dieses T-Shirt genommen. Ja, bin zur Kasse gegangen und muss auch dazu sagen, das T-Shirt hatte irgendwas um die 50 Euro gekostet. Ja, geil. Habe ich aber erst gecheckt, als ich dann zu Hause war. Wollte es wieder anprobieren. Und dann habe ich festgestellt, oh, ist viel zu klein. Ja. Und jetzt fahre ich mit meinen Kollegen wieder nach Düsseldorf. Aber eigentlich wollten wir anfangs die Stadt ein bisschen wieder besichtigen. Ja, also man muss auch dazu sagen, ich wohne in Essen. Düsseldorf ist etwa 50 Kilometer entfernt. Also jetzt nicht weit weg, aber dennoch brauchen wir mit dem Auto so circa 30 Minuten, weil ja viel Verkehr und viel Stau immer wieder mal ist. Wir wollten eigentlich uns die Stadt anschauen, aber wegen dem scheiß Coronavirus haben wir jetzt irgendwie ein bisschen Schiss, da jetzt durch die Straße, also beziehungsweise die ganzen Menschen da, ne, durch die Straßen zu laufen, wo die ganzen Menschen sind. Deswegen fahren wir eigentlich nur zum Geschäft, fahren dann wieder zurück, sofort nach Hause, das war's. Geil, ne? Natürlich zahle ich dann ein Spritgeld aus. Ich hab einen Führerschein, aber ich kann leider aktuell nicht Auto fahren, weil ich kein Auto habe. Deswegen zahle ich schön Spritgeld für meinen Kollegen. Ja, das sind auch nur 5 Euro oder so. Das ist nicht dramatisch. So, ist schon die letzte Runde. Wir fahren ja übrigens nur 2 Runden irgendwie. Das ist ja strange. Und schon wieder. Tokio, da sind die KIs irgendwie ein bisschen schneller als sonst. Ich meine, guck mal, das erste und das zweite Rennen haben wir ja richtig dominiert. Aber dieses Rennen hier, irgendwie nicht so, ne? Habe ich das Gefühl. Irgendwie gefällt mir sogar der Motorsound hier. Ich weiß nicht wieso. Eigentlich bin ich auch nicht so ein großer Fan von Motorsound von Gran Turismo 4, weil die Fahrzeuge sich, ja, irgendwie alle ein bisschen merkwürdig anhören. Viele behaupten ja, vor allem ab Gran Turismo 5, dass sich die Motorsound-Geräusche wie Staubsauger sich anhören. Da haben die einige sogar vielleicht recht. Wenn man es halt mit Forza Motorsport vergleicht, dann Forza Motorsport war zu dem Zeitpunkt, also 2010,
2010 bis 2014 so wirklich ein Marktführer gewesen, bezüglich wegen Motorsound. Ich kann mich da an dem Mazda B787 erinnern. Alter, der Wagen hört sich in Forza Motorsport so genial an. Und hier in Gran Turismo 4, naja, aber man muss auch sagen, das ist auch ein altes Spiel. Aber ab Gran Turismo Sport, tausendmal besser geworden. Vor allem bei Gran Turismo Sport, meine ich, ist auch der Chefdesigner im Audiobereich von Forza Motorsport dazu gekommen. Boah, wie ist Spin ohne Ende. Ich nehme mal Nitro jetzt wieder hier. So, Nitro. Ja, also Nitro ist ja schon mega overpowered, glaube ich. Mal gucken, ob ich dann mal öfter Nitro nehme. Ich habe mir so überlegt, ja komm, das ist hier eine Tuning-Meisterschaft, da können wir mal hier Nitro auch nutzen. Apropos Tuning, wenn wir schon über Tuning ein bisschen reden, können wir ja vielleicht ein bisschen über Nitro Speed oder so reden oder auch über irgendwelche Filme wie Fast and Furious, weil das sind richtige, also zumindest fast bei Fast and Furious, zumindest die ersten drei Filme waren noch richtig, da ging es noch richtig so um Tuning, aber ab dem vierten Teil, ja, wurde es mehr zum Actionfilm auch dann leider. Was ich persönlich eigentlich nicht so toll finde. Ich bin eigentlich so einer, der wirklich so oldschool-mäßig die alten Filme von Fast and Furious mag. Ich kenne, gibt es auch irgendwelche andere Tuning-Filme? Ich kenne eigentlich nur Fast and Furious. Ja, es gibt auch noch einen Film von Need for Speed, aber das ist dann eigentlich mehr wieder so, also hat eigentlich nicht mehr viel mit Tuning zu tun, meine ich. Also ich soll lieber nicht so viel darüber reden, weil ich den Film mir noch nicht angeschaut von Need for Speed, aber die ganzen Trailer sahen eigentlich sehr nach so Hot Pursuit aus. Also halt, ja, sag ich mal, exotische Fahrzeuge wie Lamborghini, Ferrari und sowas, die fahren durch irgendwelche Gebirge und werden von Polizei verfolgt. Und das habe ich noch so gesehen eigentlich. Aber ich muss mir den Film mal anschauen, weil ist der Film auch interessant. Aber 2003, 2004 ungefähr, ne? Das war so wirklich dann die Zeit gewesen, wo Tuning-Filme und Tuning-Spiele auch mega populär waren. Na, bestes Tuning-Spiel meiner Meinung nach war noch damals die Underground 2. Nächstes Spiel Underground 2. Ich habe aber auch in letzter Zeit auch viele neue Spiele auch gehört. Der gute Kollege Driver TV hat mal erzählt, es gibt ja auch viele, viele andere Tuning-Spiele. TX Racer, glaube ich. Oh mein Gott, ich habe jetzt vergessen, wie das Spiel nochmal heißt. TX Racer oder so ähnlich. Ein altes PS2-Spiel. Auch hauptsächlich nur im Tuning. Hab mir sogar auch ein paar Gameplay-Videos angeschaut. Sieht sehr interessant aus. Naja, mal schauen, was ich da damit mache. Also nebenbei zocke ich hier auch noch Burnout 3. Mache da Livestreams. Übrigens, ich habe auch so vorgenommen, dass ich jetzt halt Gran Turismo Let's Play und nebenbei was Livestreame. Ist für mich gemütlicher. Ich möchte jetzt nicht zwei Let's Plays gleichzeitig machen. Also nur ein Let's Play und ein Stream-Projekt. Und deswegen streame ich ja aktuell auch Burnout 3. Burnout 3 habe ich ganz kurz aufs Eis gelegt, weil ich da Probleme habe wegen Lizenzen. Ich spiele ja Burnout 3 mit Musik. Und da kommt immer mal wieder mal vor, dass das Video kurzzeitig gesperrt wird, weil da irgendein bestimmtes Lied zu hören gibt. Und ja, diese Stelle muss ich entweder halt ausblenden, also den Ton stumm schalten, oder einfach rausschneiden, die Stelle. Das habe ich jetzt vor allem im letzten Stream auch gemacht. Ich habe da halt zwei Stellen rausgeschnitten. Den Anfang, den ganz am Anfang, die Stelle, die ersten 2 Minuten oder so. Und als ich dann gefahren habe, da konnte man das Lied auch einmal hören. Ich hab vergessen, wie das Lied nochmal genau heißt. Ein altes Lied von 70er. Ich muss mal gucken, ob ich da bei Burnout 3 auch einzelne Lieder auch deaktivieren kann. Das wäre eigentlich super praktisch. Ich könnte wahrscheinlich auch das komplette Lieder komplett ausschalten, aber bei Burnout 3 muss man halt mit Musik zocken, weil die Lieder sind erstens richtig geil und zweitens gehört das zur Atmosphäre dazu irgendwie.
Ja, bei Gran Turismo 4 ist es jetzt mir eigentlich total egal. Ich fahre eigentlich hauptsächlich Gran Turismo ohne Musik. Weil vor allem ab dem vierten Teil finde ich die Musik auch hier irgendwie total bäh. Da gibt es ja einige Ausnahmen hier vielleicht. In 1, die Lieder sind auch bäh. Bei 2, Gran Turismo 2 gibt es ja hier Fatboy Slim, glaube ich, heißt die Band. Das Lied finde ich verdammt geil. Und bei 3 gibt es ja sehr viele Lieder. Oh wow. Da gibt es ja sehr viele Lieder von Daiko irgendetwas. Ich glaube, der macht Lieder für Videospiele oder so ähnlich. Und der hat halt extra für Gran Turismo 3 einige Lieder rausgebracht. Und die Lieder sind halt sehr, sehr cool eigentlich auch. Ich glaube, ich kann die Lieder auch sogar abspielen, weil ja, die Lieder an sich keine Lizenz haben. Und dementsprechend kann ich die Lieder auch eigentlich abspielen, aber dennoch, ich zocke Gran Turismo ohne Musik. Ist ein bisschen angenehmer, finde ich. Vor allem, wenn man online fährt. Aber es gibt einige, die hören auch selbst erstellte Playlists und hören halt dann ihre Playlists, während sie fahren. Ich kenne einen sehr, sehr guten Kollegen. Der hat es mir mal erzählt. Der ist so, in Deutschland, glaube ich, einer der schnellsten Simracer überhaupt. Den kenne ich von Gran Turismo, von Gran Turismo 5 Zeiten noch. Ich werde seinen Namen nicht sagen. Der wird sich auch sowieso das Let's Play hier nicht anschauen, aber den kenne ich halt persönlich auch. Und er hat mal beim ADAC Sim Racing Meisterschaft gewonnen. Das war 2017, meine ich. Das war ja beim Sim Expo. Und da hat er halt die Meisterschaft gewonnen. So. Vielleicht könnt ihr hier einfach mal googeln, wer der Typ heißt, aber ich werde seinen Namen jetzt wirklich nicht sagen. Und der hört halt Musik, während er trainiert, aber ich glaube, während er dann halt ein richtiges Rennen fährt, hört er keine Musik wahrscheinlich. Und die Strecke ist hier eigentlich ziemlich cool, finde ich, sogar zu Kuba jetzt. Die passt ja auch richtig gut zu diesen Fahrzeugen, weil zu Kuba ist eigentlich eine bekannte Strecke für so Time Attacks. Und ich meine, in Gran Turismo 5 gibt es auch noch einen Lancer, so richtig getunt, richtig krass getunt. Das ist so ein typisches Time-Attack-Fahrzeug. Ich meine, den gibt es auch hier in Gran Turismo 4, aber nur halt. Ich weiß nicht, vielleicht. Ja, ich glaube, den gibt es hier auch. Aber halt etwas älter als die Version von Gran Turismo 4. So, da ist wieder der Ruf hier. Keine Ahnung, warum der hier in diese Tuning-Meisterschaft mitfährt, aber ist mir jetzt auch egal. Wir überholen den jetzt, sehr schön. Ich habe auch überlegt, ob ich eventuell Underground 2 irgendwann streame. Und das Krasse, was ich mir dabei überlegt habe, dass ich eventuell auf meiner PlayStation 3 streame, also nicht die PC-Version von Underground 2 zocke, sondern halt die PS2-Version. Wegen Nostalgiefaktor. Ich habe es als Kind damals auf PS2 gezockt und ich kenne die PS2-Version halt ziemlich gut. Klar, ich könnte es auf PC auch zocken mit 4K-Auflösung und keine Ahnung, wahrscheinlich auch irgendwelche Grafikmods. Ich möchte aber das eigentlich lieber so wirklich auf Nostalgie-Basis schieben und dann auf dem PS2 zocken. Da ist natürlich die Grafik ein bisschen schlechter, nicht nur ein bisschen, wesentlich schlechter. Aber Nostalgie gehört halt dazu, finde ich. Und ich glaube, viele meiner Zuschauer aktuell, die sind halt so in meinem Alter vielleicht. Also es gibt viele Zuschauer, die sind halt noch richtig, richtig jung. Na, zum Beispiel der Juni, der ist glaube ich 14, der Noobman ist angeblich 14, angeblich sage ich da nur. Striker ist ja auch 14, meine ich. Und die kennen die Spiele auch. Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich hier halt so die alten Spiele zocke, dann kommen auch halt so viele, die so in meinem Alter sind, aber nee. Sind auch viele
dabei, die halt minderjährig sind. Ne? Und das finde ich auch richtig cool eigentlich. Das zeigt auch, wie cool die Spiele damals waren. Also Gran Turismo 1 bis 4 und Underground und so weiter. Ist das vorletzte Rennen jetzt, meine ich, ne? Ist das vorletzte Rennen? Ich nehme mal schön Nitro jetzt wieder mal. Ja, und sorry, dass wir die Rennen jetzt dominierend gewinnen, aber ist halt so jetzt, ne? Ich habe wirklich sehr lange überlegt, welches Fahrzeug ich hier nehme für die Meisterschaft. Eigentlich war es klar gewesen, dass ich dieses Auto hier nehme. Ich bin aber anfangs mit dem Wagen ohne Slicks-Reifen gefahren und glaubt mir, ohne Slicks hier mit dem Wagen kann man keine Runden fahren. Der Wagen ist wirklich fürs Driften optimiert. Das merke ich ja auch ein bisschen. Also der Wagen, der übersteuert halt gerne mal, wenn man halt einlenkt. Aber mit Slicks ist der Wagen berechenbarer auf jeden Fall. Also ich habe da jetzt auch keine Probleme aktuell. Aber mit Slicks ist der Wagen deutlich, deutlich, deutlich schneller. Deswegen jetzt wir auch so dominiert hier die Meisterschaft gewinnen. Wenn ich jetzt hier mit Sportreifen fahre, sportweich, können wir das eigentlich vergessen. Und das Krasse ist, der Flügel ist auch hinten auch voll eingestellt. Also man kann hier Anpressdruck hier einstellen. Also da gibt es eine Skala 0 bis, keine Ahnung, bis 13, glaube ich, war das. Und das war schon bei 13. Also ich konnte jetzt hinten nichts halt umbauen. Oder oh, das war das letzte Rennen. Ach so. Also nur 4 Rennen mussten wir fahren. Egal, oder haben wir schon 5 Rennen gefahren? Krass, ey. Ja, wir sind 5 Rennen. Boah, holy moly. Kam ja aber richtig schnell jetzt, keine Ahnung. Und was gewinnen wir hier? Ich kann euch schon sagen, ich weiß, welches Auto wir gewinnen, aber ich sag's es noch nicht. Genau, der Wagen ist auch ein bisschen OP sogar. Aber von Topspeed her jetzt. Der Wagen ist, glaube ich, so ein Dragster-Fahrzeug. Ja, tatsächlich, wir sind alle 5 Rennen gefahren. Das ging aber recht schnell sogar. Und wir haben Motegi freigeschaltet. Cool. Das ging recht schnell sogar. Wir können uns mal den Wagen anschauen hier. Ja, hier. Der Wagen hat 770 PS und wiegt auch, ja okay, wiegt schon ein bisschen viel. Können wir eigentlich nur hauptsächlich für Drag-Rennen benutzen. Der Wagen ist einfach unglaublich schwierig zu fahren. So, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao, ciao.